Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Die DNX Digitale Nomadenkonferenz ist das geilste Event ever. Komm auf die DNX in Mai in Berlin und triff hunderte von gleichgesinnten Menschen, die ihr Online-Business starten möchten, um genauso wie ich von überall auf der Welt zu arbeiten. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de, gib beim Checkout-Prozess den Code PODCAST ein und du bekommst 20 Euro Discount auf jedes DNX-Ticket. Herzlich willkommen, Markus Meurer, bei meinem Podcast, bei der Hebelzeit. Also hier geht es ja darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und der Markus ist auch recht erfolgreich dabei, immer wieder etwas von seinen Zeitinvestitionen zu haben. Also ich habe ihn kennengelernt, ich glaube, ich habe mal mit dem Christian Heffner Videos gedreht und dann war er plötzlich mein Facebook-Freund. Da habe ich mir erst gedacht, was ist denn das für einer? Und dann habe ich das verfolgt, was er macht. Und hat aber Hand und Fuß. Und was ich durch den Podcast auch schon festgestellt habe, wir haben mehrere Stationen sozusagen erst gegeneinander gehabt und dann doch irgendwie beide rausgefunden, dass wir dasselbe haben. Aber ja, erzähl du doch mal von deinem Werdegang und zeige ich die Parallelen auf. Ja, hi Alex. Also erstmal danke für die Einladung auf deinen Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt und bin froh, am Start zu sein. Und zu meinem Werdegang, ja, die meisten werden mich wahrscheinlich als Gründer der DNX-Bewegung kennen, die mittlerweile ja zu einer globalen Bewegung geworden ist. Angefangen haben wir mit Konferenzen in Deutschland, die immer größer geworden sind und mittlerweile bei 600 Leuten einmal im Jahr angekommen sind. Aber daneben haben wir jetzt auch Co-Living, Coworking Camps, die wir weltweit alle paar Monate an den verschiedensten Orten starten. In 3 Wochen geht's für uns schon wieder nach Brasilien. Wenn ich uns sage, ist das meine Freundin und Mitgründerin Feli und ich. Und dort machen wir halt ein Camp und machen nächstes Jahr das erste spanischsprachige DNX-Event in Buenos Aires, Argentinien. Haben dieses Jahr in Bangkok eine internationale Konferenz veranstaltet. Waren jetzt vor ein paar Wochen in Lissabon zum Location Scouting für die DNX Global im Sommer 2017. Also sind ziemlich umtriebig, gerade in dem Bereich ortsunabhängiges Arbeiten, weil wir uns total sicher sind, dass wenn mehr Leute von überall arbeiten können und wirklich das Big Picture von der Welt bekommen, dass die Welt dann auch zu einem besseren Ort wird. Okay. Was hast du denn davor gemacht? Bevor ich selbstständig geworden bin, war ich lange angestellt in verschiedenen Startups wie Stepstone oder Zanox oder Daily Deal, Agile Media, also in der Berliner Startup-Szene unterwegs, in der Düsseldorfer Startup-Szene unterwegs. Habe da viel gelernt im Bereich Online-Marketing, weiß, wie man Traffic generiert, weiß, wie man Leads konvertiert. Und das hat uns natürlich dann auch geholfen, gerade am Anfang beim Start in die Selbstständigkeit, wo ich dann auch noch viel gefreelanced habe und andere Startups beraten habe, wie sie dann Traffic auf ihre Seiten bekommen und wie sie am Ende des Tages dann mehr Sales bekommen. Genau, die lustigen Stationen. Ich glaube, als du bei Daily Deal warst, war ich ein paar Meter weiter bei City Deal. Da warst du da von Anfang an dabei, oder? Also ich war nur kurz bei City Deal. Ich war so, ich glaube nach einem knappen Jahr oder so war ich dann am Start. Ehrlich gesagt wollte ich da auch. Als Daily Deal schon Groupon war. Als City Deal schon Groupon war, meine ich. Ja, genau, da war City Deal schon Groupon und Daily Deal war kurz vor der Übernahme von Google. Und ich war aber eigentlich ziemlich glücklich bei Stepstone, weil ich da eine internationale Position hatte als International Online Marketing Manager, bin viel rumgekommen in den anderen Offices und wollte nicht wirklich weg, aber auf der anderen Seite wusste ich so, wenn ich online weiterkommen will, muss ich früher oder später doch nach Berlin und habe dann aber auch ziemlich hoch gepokert mit dem Headhunter, mit dem ich da Kontakt hatte, gerade für Daily Deal und letztendlich bin ich dann nach Berlin gegangen und zu Daily Deal und das war eigentlich genau die richtige Entscheidung. Nur damals war noch nicht klar, ob meine Freundin, die war damals auch schon Feli, ob sie mitkommen kann und auch so schnell einen Job findet wie ich. Aber das hat alles super super funktioniert und von daher im Rückblick war es dann doch alles genau richtig. Und es war echt eine spannende Phase, gerade bei Daily Deal, kurz vor der Übernahme durch Google, voll mit im Online-Marketing-Team gewesen zu sein, wo es ja dann auch um sehr viel um Due Diligence und um Zahlen geht, wenn so eine Firma dann übernommen wird. Okay, dann bist du digitaler Nomade geworden? Was war denn da ausschlaggebend?
Ja, also das klingt jetzt gerade wie so ein Beruf oder so. Also es ist eigentlich nur ein Way of Life, dass man von überall lebt und arbeitet. Im Grunde habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich war dann noch bei verschiedenen anderen Startups in Berlin und habe dann aber auch immer mehr Wissen aufgebaut, habe gesehen, so dass gerade die Founder auch alle nur mit Wasser kochen und so weit wie die gewesen sind, habe ich mir dann zugetraut, auch ein eigenes Business zu starten. Und daraus habe ich dann meinen Job gekündigt und meine eigene Company gegründet. Und die erste Idee war eigentlich ganz klassisch Online-Marketing-Beratung als Agenturleistung ansässig in Berlin zu verkaufen. Und so kamen dann aber die Dinge, dass meine Freundin auch zu der gleichen Zeit gekündigt hat, Philly, weil sie mal wieder reisen wollte. Bei ihr war es immer so 2 Jahre angestellt und dann kündigen, ein halbes Jahr reisen oder ein Jahr reisen, wieder 2 Jahre Geld sparen und dann wieder kündigen, reisen. Und wir waren dann zur gleichen Zeit quasi ohne Job und haben gesagt, alles klar, lass uns zusammen nach Asien. Ich war auch noch nie so weit weg, ehrlich gesagt. Also das ganze Reisefieber, das hat Philly so bei uns reingebracht. Und bin dann mit ihr nach Thailand, Myanmar, Philippinen und irgendwann auf den Philippinen wurde mir dann langweilig, hatte meinen Rechner glücklicherweise dabei und habe dann angefangen, quasi eine Website zu bauen, die ich dann für meine Agenturleistung aufsetzen wollte. Habe überlegt, wie kriege ich die ersten Kunden, die ersten Leads, was für Produkte kannst du verkaufen, wie ist das Pricing und habe dann quasi von unterwegs schon angefangen zu konzeptionieren und aber nie vorgehabt, dann von unterwegs auch schon mit den Kunden zu arbeiten. Das kam dann über erste Anfragen, dann über Xing oder LinkedIn, wo dann Leute in der Szene mitgekriegt haben, dass ich nicht mehr angestellt bin, sondern mich jetzt selbstständig machen möchte und quasi Zeit zur Verfügung hätte, um andere Firmen zu beraten. Ja, und so kamen dann die ersten Anfragen. Ich war dann sehr transparent und sehr authentisch und ehrlich mit denen, dass ich noch unterwegs bin. Also die Reise war für ein halbes Jahr geplant, aber wenn es so dringend ist, wir quasi jetzt schon loslegen können. Und so habe ich dann quasi die ersten 2 Testballons mit Firmen gemacht von unterwegs. Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann den vollen Trust hatte und so weitermachen konnte. Und da kam dann irgendwie eins zum anderen, wo ich gemerkt habe, wie geil ist das denn? Du kannst irgendwie in den geilsten Orten der Welt sein. Du kannst von überall arbeiten, brauchst nur dein Internet. Und deshalb sind wir dann so steil gegangen auf den ganzen digitalen Nomaden-Lifestyle. Aber das heißt auch, erstens, ich glaube, bei ganz vielen Leuten, die digitaler Nomade werden wollen, die wollen eigentlich nur reisen und haben aber nicht den Skill, den du hast, oder? Wie siehst du das in der Community? Das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube schon, dass viele, ich hoffe, gerade auch durch unsere Konferenzen versuchen wir es ja immer wieder klarzumachen oder auch in Interviews, wie viel harte Arbeit es ist und dass gerade diese Selbstständigkeit oder das Unternehmertum erstmal an erster Stelle stehen sollte, weil ohne Kohle kannst du auch nicht reisen. Klar, es ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber man kann halt nicht so reisen wie ein Backpacker und so schnell reisen und so viel Sehenswürdigkeiten abklappern, weil dann dein ganzes Business nicht funktionieren wird und diese Reise dann eine sehr kurze Reise als digitaler Nomade sein wird. Mhm. Genau, also die Motivation ist wahrscheinlich, die du hast. Warum willst du überhaupt so viel reisen? Mittlerweile möchte ich gar nicht mehr so viel reisen. Bei mir geht es eher um die Freiheit, da leben zu können, wo ich möchte. Und das ist im Moment an Orten, wo ich Kitesurfen kann. Ich habe jetzt mit Kitesurfen begonnen. Und das ist irgendwo am Strand, das ist im Meer. Ich will nie wieder in meinem Leben frieren. Ich habe, glaube ich, jetzt in den letzten 3 Jahren nie mehr unter 20 Grad gehabt oder so. Das soll auch so bleiben. Wenn ich in Deutschland bin, dann nur im Sommer. Und für mich ist das die ultimative Freiheit, auf den verschiedensten Ebenen als digitaler Nomade unterwegs zu sein. Dadurch, dass ich selbstständig bin als Unternehmer, kann ich an meinen eigenen Sachen arbeiten, an meinen eigenen Projekten. Ich kann arbeiten, von wo ich will. Ich kann arbeiten, wann ich will. Ich kann arbeiten, mit wem ich will. Und dadurch, dass ich das mit eines der wenigen nicht erneuerbaren Güter, sondern nämlich die Zeit für mich selber zurückgewonnen habe, kann ich mich auch um andere Teilbereiche meines Lebens kümmern, die man als Angestellter leider sehr oft vernachlässigt, wie ausreichend Sport, eine gesunde Ernährung, eine gute Beziehung, eine gute Partnerschaft, andere Länder kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen und dieses ganze holistische System, das kann ich nur so ausleben, weil ich jetzt gerade als digitaler Nomade am Start bin. Okay. Und genau, aber du hast jetzt nicht so die Angst, irgendwas zu verpassen und bist deshalb immer unterwegs, sondern? Nee, null. Also ganz ehrlich, am Anfang, als ich den ersten Winter unterwegs war, hing ich doch noch sehr oft in dem Facebook-Stream mit meinen Freunden und habe da verfolgt, was so zu Hause in Anführungsstrichen abging in Berlin und hatte immer Angst, was zu verpassen. Und das Krasse ist, wenn du dann einmal zurückkommst und merkst, es hat sich eigentlich gar nichts verändert, es sind immer noch die gleichen Themen bei den Leuten, nur bei dir hat sich super viel verändert und alle wollen wissen, was du erlebt hast,
dann lässt so langsam so diese Angst, was zu verpassen, nach. Und Feli hatte die gar nicht, weil sie das schon kannte, weil sie ja schon immer viel gereist ist. Und mittlerweile bin ich voll 100% immer da, wo ich gerade bin, und bin eigentlich auch da immer glücklich, wo ich gerade bin. Ansonsten würde ich ja woanders sein. Okay, das ist super. Hast du ADHS oder so? Ich meine, du hast mega viele Projekte auf deiner Homepage. ja, ich würde nicht sagen ADHS, ich würde sagen, es ist eher so ein unterdrücktes Talent oder so, was, glaube ich, ganz tief in mir drin geschlummert hat und das jetzt endlich so zum Ausbruch kommen kann. Und von daher habe ich mir die Freiheit genommen, so viele Sachen zu starten, wieder zu schließen und voranzutreiben, wie ich nur möchte. Und ja, es macht einfach super viel Spaß, sich selber als Unternehmer so auszuleben. Und diese Freiheit hat mir vorher gefehlt. Und das ist wie, als ob du so irgendwelche Fesseln gesprengt hast. Und von daher, ja, mittlerweile könnten wir wahrscheinlich ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und auch ganz gut davon leben, was wir machen. Aber es ist einfach dieses unternehmerische Feuer, das brennt noch so lichterloh und so stark, dass wir irgendwie gar nicht aufhören können. Und wie gesagt, jetzt die erste spanisch sprechende Konferenz machen oder jetzt das erste Camp ohne uns und mega viele spannende Opportunities haben und Partnerschaften in der ganzen Welt und das dann auch gerne wahrnehmen. Okay, gut, dann erzähl doch mal, wie ging das denn los mit der Konferenz? Ist ja wahrscheinlich, ist es dein Hauptgeschäft oder ist eines deiner anderen Projekte noch wichtiger? Es ist schwer zu sagen, weil wir so viele verschiedene Einnahmequellen mittlerweile aufgebaut haben. Also die Konferenz ist eine von den Einnahmequellen, aber da gibt es ja nicht nur die deutsche, es gibt eine internationale Konferenz, dann kommt die spanischsprachige Konferenz. Ja, ich meine die Konferenzen Camps. Insgesamt oder halt machst du mehr mit deinen anderen Side-Projects? Ja, mittlerweile könnten wir auch sehr gut von dem Travel-Blog, von dem Reiseblog leben, von dem ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe. Also daneben, dass wir dann angefangen haben zu freelancen, haben wir auch einen Reiseblog gestartet. Damals gab es noch nicht so viele gute Reiseblogs. Also wir haben den direkt mit der Intention gestartet, damit auch Geld zu verdienen und den richtig professionell zu machen. Ich wusste, wie man Traffic bekommt. Ja, ich habe es mir gerade angeguckt, das ist brutal. Ist ja von vorne bis hinten nur Product Placement. Was meinst du jetzt genau? Du meinst jetzt die DKB-Kreditkarte? Die Kreditkarte, dann irgendwie die SIM-Karte, wo du noch sagst, hey, holt euch doch Kongstar. Und im Ausland habt ihr dann noch die zweite Karte. Also ihr habt ja schon... Es ist ja genau das, worum es geht. Also die Leute wollen ja Tipps von uns haben und Erfahrungen. Und Kongstar ist ja genau das, was ich nutze. Und warum soll man den Leuten das dann nicht empfehlen, dass sie zu Kongstar gehen sollen? Weil sie ja quasi dadurch nicht mehr bezahlen, wie du schon sagst, Empfehlungsmarketing, das ist das Empfehlungsmarketing-System, und wir kriegen dann eine Commission, dass wir quasi einen neuen Lead mitbringen. Aber nichtsdestotrotz sind da ja super viel kostenlose Inhalte drauf, nicht nur auf dem Blog, sondern dann auch auf dem YouTube-Kanal dazu oder auf meinem Podcast oder so hauen wir ja auch super viel kostenlose Sachen raus auf der Toolbox von der DNX. Aber klar, der Blog, der wird über Affiliate-Marketing monetarisiert, kriegen auch Anfragen von großen Reiseunternehmen, also machen da auch viele Kooperationen und können mittlerweile eigentlich ganz gut von dem Reiseblog leben. So dass alles andere, was wir jetzt gerade machen mit der ganzen DNX-Bewegung, mehr oder weniger on top kommt. Aber uns das so wichtig ist und das ein krasses Herzensprojekt ist, da irgendwie noch mehr Leute zu erreichen und noch mehr Leute zu inspirieren, dass wir im Grunde gerade so all unsere Arbeit oder 80%, ja, ist immer schwer zu sagen, wie viel Prozent, im Grunde zahlt alles irgendwie auf die Marke DNX ein, weil das eigentlich so unser großes Lebenswerk ist, dass wir da eigentlich so die ganze Arbeit reinstecken, genau, die wir machen. Okay, ja, aber die DNX, wie ging das los? Das ging, lass mich überlegen, nachdem wir dann ein halbes Jahr unterwegs waren in Südostasien, sind wir zurückgekommen nach Berlin und waren dann von unterwegs auch schon so gecatcht von diesem Lifestyle, dass wir überlegt haben, da muss es doch noch mehr Leute geben, die das ähnlich machen wie wir. Können ja nicht die einzigen sein und haben da mal im Internet rumgeschaut, gegoogelt, Research angestellt und haben dann noch 2, 3, 4, 5, 6 öffentliche digitale Nomaden gefunden. Die meisten waren dann international. Und weil wir eigentlich immer sehr gerne connecten und uns mit anderen Leuten umgeben, haben wir die dann alle angeschrieben und sind ziemlich schnell dann auch in Touch mit den ersten anderen digitalen Nomaden gekommen, auch mit den ersten in Deutschland. Damals gab es noch nicht so viele. Da gab es den Tim Schimoy, den Sebastian, die Conny und ich glaube noch zwei andere. Und so viele Leute waren wir dann auch auf dem Tempelhofer Feld, als wir uns dann im Sommer das erste Mal getroffen haben. Und in welchem Sommer? Welches Jahr? Sommer 2013 war das.
ist gerade mal 3 Jahre her, aber seitdem ist so viel passiert, ist der Wahnsinn. Aber da saßen wir echt noch so mit 8 Leuten auf dem Tempelhofer Feld, Johannes Völkner war noch dabei. Und ja, so hatten wir dann erstmal den persönlichen Kontakt zu den Leuten, sind dann auch zusammen ins gleiche Coworking Space gegangen, haben da von da gearbeitet. Und parallel sind Feli und ich dann immer öffentlicher geworden oder gegangen auf unseren Facebook-Profilen, weil wir so überzeugt von diesem Lifestyle waren und wir waren einfach so Feuer und Flamme, dass wir am liebsten der ganzen Welt mitteilen wollten, wie geil das ist. Und viele Leute haben es einfach nicht verstanden. Und die haben sich dann gefragt, habt ihr im Lotto gewonnen, was ist mit euch los, wann geht euch das Geld aus und gibt's euch wirklich, seid ihr in der Erschaffung von irgendeiner Agentur, was wollt ihr uns verkaufen? So dass wir dann gesagt haben, genau, dann kam noch eine dritte Sache dazu, dass die Leute uns dann immer mehr E-Mails geschrieben haben, immer mehr Fragen gestellt haben über Facebook, wie das Ganze denn funktioniert und wir super viel Consulting gemacht haben und auf jede E-Mail geantwortet, auf jeden Facebook-Nachricht und dann überlegt haben, warum bringen wir nicht einfach mal die Leute zusammen, die schon das Know-how dazu haben und die Leute, die gerne noch mehr darüber wissen wollen, an einem Ort, beispielsweise im Beta-Haus Berlin, was wir dann angefragt haben und machen erstmal so ein erstes Meetup zu diesem Thema digitale Nomaden, was in Deutschland mehr oder weniger damals noch gar nicht existent war. Und so hat das dann angefangen, so mit der ersten Idee ins Beta-Haus. Wir hatten auch überhaupt keine Kohle. Die wussten auch nicht genau, was wir wollten oder was wir machen. Glücklicherweise fanden sie die Idee aber witzig, haben gesagt, wir supporten das erstmal und gucken, was daraus wird. Und so hatten wir dann die Location. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und geplant war, erstmal einen Raum für 30 oder 40 Leute anzumieten. Haben dann den Sale gestartet am 1.1. Da waren wir dann schon wieder unterwegs in Belize auf Key Corker, so einer kleinen Insel. Und dann waren alle Tickets innerhalb von 20 Minuten waren dann alle Tickets weg und gefühlt ganz Facebook und das Internet über uns gesprochen. Und wir dachten, wow, fuck, was geht denn jetzt hier ab? Und ich habe versucht, im Beta-Haus Kontakt aufzunehmen, nur da war ja Feiertag in Deutschland, so dass wir erst am zweiten Tag dann wieder den Sale aufmachen konnten, hatten 100 Plätze, das waren innerhalb von 3 Stunden weg und wir hatten immer noch nicht genug Platz. Am Ende haben wir so die ganze Etage vom InnoSpace gekriegt und das waren innerhalb von 3 Tagen ausverkauft. Und das hat dann die ganze Kalkulation total zerhauen, weil wir eigentlich nur gedacht haben, Early Bird geht bis 1.3. oder 31.3. Und dann Normalpreis, unsere Mischkalkulation. Und, ja, der Klassiker. Ende des Tages waren es dann aber halt Marketingausgaben und haben dann die ersten Partner gefunden, wie zum Beispiel auch Fastbill von Christian Hilfner oder Dropscan von Christian Schulte, die so wirklich so vom allerersten Sekunde Schulter an Schulter mit uns gestanden haben und haben gesagt, was ihr macht, ist so geil und das supporten wir. Ja, cool. Gut, und dann wahrscheinlich bei jedem ist es ein bisschen größer geworden. Das war dann 2014 am Anfang. Habt ihr das angekündigt und dann... War das Event im Mai oder wann macht ihr die immer? Ja, das wussten wir damals auch noch nicht, wann wir die immer machen. Das war Mai 2014, war ja völlig ungeplant, sollte ja auch nie so ein fettes Businessmodell werden. Und dadurch, dass so viele Leute an kein Ticket gekriegt haben und das so schnell ausverkauft war und die Leute mitgekriegt haben, was auf dem ersten Event dann los war, über was für Themen da gesprochen wurde und viele Leute waren echt traurig, so dass sie nicht mit am Start sein konnten, war die Nachfrage auf einmal wieder richtig groß nach, wann ist die nächste DNX? Das stand irgendwie gar nicht mehr zur Frage für die Menschen und irgendwann für uns auch nicht und dachte so, boah, fuck, was, eigentlich wollen wir ortsunabhängig arbeiten und leben und nicht ständig DNX-Konferenzen in Berlin machen. Aber auf der anderen Seite war es halt total rewarding, so viele Leute zu erreichen und so viel zu verändern, dass wir dann relativ zügig, also im Oktober 2014 die zweite gemacht haben, dann auch schon mit 350 Leuten in eine fettere Location gegangen sind, ins Babylon Theater in Berlin-Mitte, direkt neben der Volksbühne, noch einen Workshop-Tag dazu genommen haben. Und so haben wir dann halt das ganze Konzept immer weiter verfeinert, haben irgendwann mal Masterminds dazu genommen, sind mittlerweile jetzt im Heimathafen angekommen und haben jetzt für nächstes Jahr geplant, das Ganze so eine Art Festival-Charakter zu geben, wo wirklich über 5 Tage lang ständig irgendwelche Events in der ganzen Stadt zu dem Thema digitale Nomaden und DNX stattfinden. Cool. Okay, und ja, was hat dir das sozusagen der Hebel-Konferenz? Also du hast ja den Leuten geholfen, aber was hat es dir gebracht, sowas zu organisieren? Ja, zum einen haben wir beide oder ich natürlich mein Netzwerk auch enorm erweitert. Du kriegst auf einmal Zugang zu Leuten, wo du vielleicht sonst nicht so schnell Zugang gekriegt hast, aber dadurch, dass du Konferenzveranstalter bist, bist du auch auf einer ganz anderen Metaebene zu einem bestimmten Thema. Insofern fühlen sich viele Leute ja auch geehrt, wenn die angefragt werden, bei uns zu speaken und dann eine Speaker-Gage zu kriegen und die quasi noch ein paar hundert Leute
auf unserem Event erreichen und über unseren YouTube-Channel dann noch ein paar tausend Leute. Insofern war das ein super guter Türöffner, um mein eigenes Netzwerk zu erweitern. Und es hilft natürlich, um selber als Experte oder Autorität zu einem bestimmten Thema wahrgenommen zu werden. Wir sind dann auch in immer mehr Medien gekommen und waren dann auch mal bei Stern TV in der Live-Sendung zu dem Thema ortsunabhängiges Arbeiten oder sind in die Zeitung gekommen. Und da war es ganz witzig. Am Anfang waren wir immer im Lifestyle-Bereich, wo es dann darum ging, die beiden sind irgendwie die modernen Hippies und machen nur noch, was denen Spaß macht und so. Und da haben sie noch gar nicht so den Business-Effekt gesehen. Und dann sind wir irgendwann so in den Reisebereich gegangen. Da haben sie dann verstanden, dass wir auch viel reisen. Und mittlerweile sind wir in der Wirtschaftswoche und haben da irgendwie so ein vierseitiges Feature gehabt. So langsam erkennen dann auch die Medien, dass das Ganze, was wir machen, nachhaltig ist und nicht irgendwie nur so ein Hype oder ein Trend, was irgendwann vorbeigehen wird, sondern wir machen das jetzt im vierten Jahr und das ist gerade erst der Anfang. Also es wird noch so abgehen und so durch die Decke gehen, das ganze Thema, dass die Unternehmen, die jetzt da irgendwie nicht mit am Start sind, dann auch irgendwann schnell irgendwas verpasst haben. Ja, genau. Vor allem in dem Sinne, dass man die besten Leute kaum noch halten kann, oder? Mhm. Also ist, glaube ich, so ein großer Trend. Absolut. Also wir sehen es auch bei uns auf der Konferenz, dass wir die ersten Recruiter von großen Unternehmen auf der DNX haben, nur um Kontakt zu kommen mit unseren Leuten, die man ja so, gerade die Generation Y, die kriegt man ja immer weniger mit Sachen, wo ich dann am Anfang noch drauf angesprungen bin, wie irgendwie Teamverantwortung, langen Jobtitel oder vielleicht ein Salary Raise oder so. Aber den Leuten ist Geld mittlerweile total unwichtig. Die wollen einfach coole Sachen machen, die wollen nachhaltige Sachen machen, die Welt verändern. Und die wollen aber auch nicht so eingespannt sein in einem großen Corporate-Unternehmen, sondern die wollen auch sehr, sehr agil und flexibel bleiben. Und genau die Leute finden sich natürlich auf unseren Events und die fühlen sich endlich mal auch verstanden und endlich mal abgeholt und endlich mal auch gefördert. Und ich glaube, das ist so ein großer Success-Baustein, warum die ganzen DNX-Events so durch die Decke gehen. Ja, aber nicht nur die Leute kriegen, ich meine, du hast ja, glaube ich, auch noch den Faktor, dass du es hinkriegst, ein total dezentrales Team zu leiten. Also, ihr habt ja kein Büro. Also, Leute, du wirst aber auch nicht zu zweit die ganze Konferenz organisieren. Also, wie kriegst du das denn hin? Und ich meine, die großen Unternehmen können auch davon auch was lernen und ich will jetzt auch was davon lernen. Absolut. Da kommen auch immer mehr große Unternehmen. Wir haben beispielsweise letztens erst ein Webinar bei Citrix gegeben, wie man so remote sein Unternehmen aufstellt. Und das Coole ist mittlerweile, die ganzen Tools, die sind ja kostenlos verfügbar. Wir haben unser ganzes Team, was wir aufgebaut haben, die sind alle sehr flexibel und agil. Das heißt, es sind Freelancer, die alle selbstständig sind und für sich selber arbeiten. Das heißt, es gibt keine festen Laufzeiten oder Angestelltenverträge. Das heißt, wir können je nach Bedarf unser Team dann immer wieder hoch und runter fahren. Kurz von der Konferenz sind es dann natürlich mehr Leute, die für uns arbeiten, als zwischen den Konferenzen, wobei wir mittlerweile ja so viele verschiedene Projekte machen, dass wir eigentlich schon immer wieder Leute brauchen, haben aber gelernt, dass ein zu großes Team irgendwann auch zu hohe Kosten verursacht und dich auf einmal wieder langsamer macht. Also der ganze Vorteil, den wir hatten, als Fini und ich noch mehr oder weniger zu zweit alles gemacht haben als Solopreneure, der war auf einmal dahin. Wir waren aber ab einem bestimmten Punkt, beispielsweise als wir letztes Jahr dann die erste Konferenz in Bangkok geplant haben, waren wir an so einem Punkt, wo wir den ganzen Workload selber nicht mehr abbilden konnten. Wir wollten aber auch nichts loslassen und haben dann einfach angefangen, das Team aufzubauen und noch mehr Leute anzustellen. Haben aber jetzt gemerkt, gerade im Frühjahr diesen Jahres, dass ein größeres Team nicht immer gleichbedeutend ist mit mehr Freiheit oder mehr Sachen, die man erreicht, sondern auf einmal hast du Themen auf dem Tisch, mit denen du eigentlich nichts mehr zu tun haben wolltest, wie Onboarding, Recruiting, Company Happiness und jeder Mensch ist ja ein Individuum und jeder hat andere Erwartungen und jeder erfordert auch mit jedem anderer Umgang und man muss ja für die Leute da sein und das ist natürlich so eine Downside, wenn du ein Team komplett remote führst, dass du dich nicht zusammen an den Tisch setzen kannst, gerade beim Onboarding und die Prozesse sauber übergeben kannst. Auf der anderen Seite bist du dadurch ja ziemlich schnell und flexibel und agil, wenn du quasi von überall dein Team führen kannst und man nicht darauf warten muss, dass man sich das nächste Mal im Office trifft. Das heißt, wir nutzen Tools wie Slack, was so ein Chat-Kommunikationssystem für Unternehmen ist. Wir nutzen Trello, unser Team, wo das ganze Projektmanagement stattfindet. Macht ihr das Scrum oder irgendein eigenes System? Ein eigenes System. Das heißt, ganz links steht To-Do, in der Mitte steht dann irgendwie Check Markus Feli und dann steht Done oder Pending, Ongoing. Okay. Also wir haben uns das selber irgendwie so zusammengebaut. Ist schon ein bisschen an Scrum dran. Also. Oder Kanban heißt es ja genau. Genau.
Genau, und was dann auch hilft, das kollaborative Arbeiten über Google Drive, also an verschiedenen Drive-Dokumenten. Und ja, das Ganze macht es halt dann noch viel schneller und agiler und irgendwie flexibler, das ganze System, wenn du dein Team komplett ortsunabhängig führen kannst. Und im War for Talents, was für die Unternehmen wahrscheinlich mega spannend ist, ist natürlich echt ein krasses Asset, wenn du sagen kannst, du kannst von überall arbeiten, du kannst ortsunabhängig arbeiten. Und es gibt jetzt auch keine festen Zeiten, wo jemand dann erreichbar sein muss auf Slack oder Trello. Sollte natürlich so alle 2 Tage dann schon mal irgendwie responsive sein, aber ansonsten ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und hat dann auch individuelle Deals, je nachdem, wie er bezahlt wird. Einige werden nach Stunden bezahlt, wie die virtuellen Assistenten. Einige werden projektbasiert bezahlt, wie vielleicht ein Eventmanager von der DNX. Dritte kriegen dann ein Profit Share oder ein Revenue Share, wie vielleicht die Eventmanager auf unseren Camps. Wir überlegen gerade über ein Franchise-System, weil wir immer mehr Anfragen kriegen von Leuten aus aller Welt, die DNX-Events machen wollen. Das ist halt auch mega spannend, weil man selber als Unternehmer ja wächst und verschiedene Phasen durchmacht, die man vielleicht vorher auch schon 1000-mal gelesen hat in irgendwelchen Büchern, aber solange du sie nicht selber erlebst, ist doch wieder ganz, ganz anders und man macht immer wieder Learnings, wie wir, als wir unser Team einfach viel zu groß gemacht haben und das auch irgendwie viel zu sehr Verantwortung für mich war, auf einmal irgendwie 20, 30 Leute auf der Payroll zu haben, wo du denkst, so, nee, eigentlich hast du das Ding ja mal irgendwann gestartet, um freier und flexibler zu sein und das tun zu können, was du willst und auf einmal nicht so viel Verantwortung zu haben für andere Leute. Mhm. Ja. Ja. Große Challenge. Die Carina hast du auch in deinem Team, oder? Das ist ja auch wieder so eine lustige Parallele. Welche Carina? Stöwe? Genau, die mit dem Bus unterwegs war. Genau, die hat schon viel für uns gemacht in Sachen Video-Editing und hat auch schon mal auf der DNX gefilmt. Die ist auch bei uns im Team eigentlich, ja, ziemlich viele Leute so aus der Szene. Ich meine, das Produkt ist ja hoffentlich auch spannend und viele wollen irgendwie gern mit uns arbeiten an der DNX und an dem, was wir da machen. Und deshalb freuen wir uns auch immer wieder über smarte Leute, die ja mit ins Team kommen. Aber wie gesagt, die Carina ist ja jetzt gerade im Bus unterwegs. Und ist gerade wieder zurück, aber ist schon wieder unterwegs. Kriegt man nicht getroffen. Ah ja, perfekt. Ja. Von daher weiß man das auch oft nicht bei unseren eigenen Team-Members, wo die gerade sind. Aber das ist auch mega schwierig. Ich meine, wenn sie dann nicht mal weiß, wo sie das nächste Internet hat und du nicht weißt, wo du das nächste Internet hast, wie kriegt ihr das denn koordiniert? Ja. Oder da gehört auch viel Vertrauen dazu, oder nicht? Oder auch im Zweifelsfall dauert es halt länger. Im Zweifelsfall dauert es dann länger, aber wer das dann auch ernst nimmt und reliable, wir brauchen auch Leute, die verantwortungsbewusst damit umgehen, die sorgen natürlich dafür, dass sie dann auch mal früher oder später einen Coworking-Space einchecken können und dann gutes Internet haben. Gerade wenn du Video-Editing machst, wie Carina, braucht man natürlich dann auch schnelle Leitungen, um die Dateien hoch und runterladen zu können. Also so komplett Larifari ist das nicht und es ist halt auch nicht die ganze Zeit irgendwo am Strand rumliegen und Kitesurfen, sondern es ist auch viel Arbeiten im Airbnb oder Arbeiten im Coworking Space und da hast du ja dann auch schnelles und gutes Internet. Okay, aber da sind wir doch jetzt mal bei der Selbstorganisation. Erfordert, wie du schon sagst, erfordert mehr Verantwortung eigentlich, als ich gehe morgens hin und dann gucke ich, was zu tun ist und dann mache ich das und dann gehe ich wieder. Ja, das war so ein bisschen, am Anfang war es so bei uns, als wir auch noch kein Team hatten oder so und ist ja irgendwie in alle Richtungen gewachsen, das Freelancing plus den Reiseblog, dann die ersten Konferenzen und es war einfach nur spannend, morgens den Rechner aufzumachen, die ganzen E-Mails, die reingekommen sind, wir sind dann auch immer öffentlicher geworden, es waren dann immer mehr spannende Anfragen und völlig ohne System und Struktur die Sachen wegzuhasseln und abzuarbeiten. Das geht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gut, aber irgendwann kommt so der Punkt, wo du dann Prozesse, Routinen, Struktur reinziehen musst, gerade als digitaler Nomade, der so viel geile Einflüsse von außen hat und so viel Optionen und so viel Freiraum hat, ist es wichtig, dass du deine festen Prozesse hast. Und bei mir hilft zum Beispiel ganz stark so eine Morning-Routine, wo ich dann jeden Morgen das Gleiche mache und dann mit dem wichtigsten Task des Tages dann anfange, vorher nicht in meine E-Mails gehe. Jetzt bewusst, wir haben jetzt Dienstag, wir beide machen das Interview an einem Dienstag, weil ich dienstags und donnerstags jetzt nur noch Skype und mehr so in Blöcke arbeite. Gerade auch wenn es um Prozesse mit dem Team geht, haben wir angefangen, SOPs aufzusetzen, also Standardprozesse, um, wenn jemand dann neu ins Team kommt, diesen Prozess nicht wieder komplett neu anlernen zu müssen, sondern es gibt dann Word-Dokumente oder PDF-Dokumente, wo dann genau diese ganzen Procedures dann auch aufgeschrieben sind. Kann ich dir so ein Beispiel abschnorren? Was meinst du? Dass du mal so ein Procedure den Leuten zeigst.
Also zeigen? Ja, gerne, das müsste ich raus. Also irgendwas, was jetzt nicht total, also nicht das Relevanteste ist, aber dass man einfach mal sehen kann, wie man so einen Prozess aufbaut. Weil ich glaube, oder ich finde es total spannend, du predigst zwar die Freiheit, aber du hast ja total krasse Strukturen. Also absolut. Du bist aus den Strukturen raus, aber du musst dir selber Strukturen aufbauen und entscheidest darüber, welche du dir aufbaust, aber nichtsdestotrotz geht es wohl nicht ohne diese Strukturen. Nee, absolut nicht. Also klar, es gibt irgendwelche, ja, weiß nicht, wie ich die nennen soll, DJ nur mit Hippies oder so, die mit weniger Strukturen arbeiten. Die sind dann vielleicht in Ländern, wo die Lebenshaltungskosten nicht ganz so hoch sind und sind dann aber halt nur an diesem einen Ort, vielleicht in Chiang Mai, wo du für $300-$400 im Monat leben kannst. Aber das ist halt für mich nicht so der Anspruch als digitaler Nomade. Ich fliege jetzt nach Brasilien, danach sind wir in Costa Rica, dann sind wir in Buenos Aires. Also ich will schon was von der Welt sehen. Und das kostet ja auch alles Kohle. Insofern muss mein Business ja auch gut laufen. Und das Business kann nicht gut laufen ohne Strukturen, ohne Prozesse. Und der Unterschied dazu zu früher ist, dass ich das aber selbst erkannt habe und die mich jetzt nicht einengen, sondern ich eher so den Nutzen sehe und den Benefit sehe, wenn ich eine feste Struktur und Routinen habe, dass es mir hilft, produktiver zu sein, weil ich dann mehr geschafft kriege in 3 Stunden und dann vielleicht die restlichen 6 Stunden des Tages Kitesurfen gehen kann und auf dem Meer bin. Okay. Aber du hast ja jetzt nach einem Beispiel gefragt. Also ein Beispiel für ein SOP kann sein, wie man zum Beispiel einen Podcast post-productet jetzt bei uns. Da habe ich einen VA, die das für mich macht. Ich nehme quasi nur noch die Interviews auf, lade das in eine Dropbox hoch und sie weiß dann genau, kriegt in Trello dann noch den Titel reingelegt, die E-Mail-Adresse von dem Gast, dass der später dann auch die E-Mail kriegt, wenn die Folge live geht. Und da ist dann halt ein richtig langer Prozess hinter oder ein durchdachter Prozess hinter, dass sie sich die Datei nimmt, die dann aufsplittet, die Tonspuren, dass man auf Phonic hochlädt, die Qualität quasi angleicht, dann auf meinem Media-Hoster auf Soundcloud hochlädt, das Ganze entsprechend vertaggt, dann bei iTunes hochlädt, den Blogartikel anlegt, den Gast anschreibt, dass der Podcast live ist. Und da ist dann halt so ein riesen Prozess hinter, der aber dann auch nur so gut funktioniert, weil der einmal dokumentiert worden ist. Okay, was ich viel mache, ich mache das einfach mit Video. Wenn ich das, wenn ich Sachen einmal umsetze und die sind neu, dann lasse ich einen Screencast mitlaufen. Dann kann ich das anderen Leuten zeigen. Aber total cool. Habe ich jetzt auch angefangen, immer mehr. Du sprichst aber von VA, aber es ist eine Deutsche oder ein Deutscher. Oder wie? Ja, das ist eine Deutsche. Also wir arbeiten bis jetzt fast nur, obwohl wir ja gerade im VA-Bereich arbeiten wir fast nur mit deutschen VAs zusammen, weil ich habe auch mal probiert, irgendwie mit Indern oder aus Indien oder aus den Philippinen oder so mit VAs zusammenzuarbeiten, aber die sind irgendwie nicht so. Ja, die waren nicht so schnell und nicht so reliable wie Leute aus Deutschland, aber haben in den verschiedensten Bereichen eigentlich immer Leute aus der ganzen Welt. Okay, nee, weil ich denke mir halt auch, gerade bei den deutschen Medien, du kannst es ja das Podcast, also ich könnte das Podcast nicht nach Indien outsourcen, so wie das die Amis machen oder nach Indonesien, weil die verstehen ja nichts, was ich sage. Nee, genau. Spätestens, wenn das dann noch transkribiert werden soll. Die ersten Folgen von mir wurden dann immer noch transkribiert und abgeschrieben. Hat das was gebracht oder ist jetzt? Ich glaube nicht. Also ich spare es mir jetzt. Zum einen aus Kostengründen, zum anderen auch aus Zeitgründen, weil die arme VA, die Jessie, die saß ja echt 3-4 Stunden oder so manchmal in der ganzen Folge, um das ganze Ding abzutippen. Und ich weiß nicht, ob da so viel Mehrwert war für die Leute. Ich hatte mir damals gedacht, aus SEO-Gründen ist vielleicht ganz cool, wenn das auffindbar ist, du mehr Content für Google hast. Aber die meisten User, die kommen auch nicht über SEO auf meinen Podcast. Die kommen dann über iTunes, über Stitcher, über die verschiedenen Podcatcher und die verschiedenen Directories. Insofern war das auch wieder so ein Learning. Also wir probieren total viel aus und ich sage nie von vornherein, das ist Quatsch, sondern ich probiere immer alles einmal aus und versuche mich dann, wenn es sein muss, auch wieder runterzustutzen, wie jetzt mit dem Team. Also wir haben jetzt unser Team echt wieder komplett runtergefahren und haben gesagt, wir haben lieber 3, 4, 5 Knowledge-Träger, die irgendwie mehr Ahnung haben als wir in bestimmten Bereichen und kriegen das dann entsprechend dann auch bezahlt. Aber es hilft irgendwie weniger Ansprechpartner zu haben als irgendwie ganz viele und noch mehr VAs und wo du dann am Ende aber immer nur hinterherräumst und die Sache dann doch nicht so gemacht wird, wie du es eigentlich erwartet hast. Und am Ende des Tages machst du es dann eh wieder selber und das muss ja nicht sein. Also von daher machen wir gerade wieder ziemlich viel selber, um auch mal wieder so ein Gefühl für unsere Company zu kriegen. Uns ist das ehrlich gesagt auch ein bisschen entglitten, weil es so viele Bereiche waren und das in so viele verschiedene Richtungen gewachsen ist, dass ich in
ja, ich war gar nicht mehr on top of the things in einigen Bereichen und das hat sich nicht cool angefühlt und darum haben wir dann irgendwann mal einen krassen Cut gemacht und haben gesagt, nee, jetzt hauen wir alles wieder runter und jetzt fangen wir wieder ganz langsam an aufzubauen. Also das sind, glaube ich, so ganz normale Zyklen als Unternehmer. Mhm. Was ich immer sagen muss, was ich bei dir richtig gut finde, ist, dass du, wie heißt das, du laberst nicht so viel, sondern du bist actionable mit deinem Podcast. Also ich finde es total krass, wie viele Leute da unterwegs sind und die erzählen irgendwas Theoretisches, was sie irgendwo gelesen haben und zitieren im Endeffekt Blogs und Bücher. Und bei dir ist ja einfach mal ausprobieren, gucken und das funktioniert nicht oder das funktioniert, weil. Ja, ich meine, es ist doch die schönste Erfahrung, wenn du es selber machst, als wenn du es nur liest und dann das so als für gegeben hinnimmst, weil mittlerweile weiß man ja gar nicht mehr, was man glauben soll, was man nicht glauben soll, was manipuliert ist und was nicht. Und insofern sind es ja auch immer wieder spannende Selbstexperimente und ich liebe es, immer wieder an mein Limit zu gehen und ich liebe es auch, so meine Grenzen auszutesten und das Wissen, dass ja, dass ich mir dann aneigne, mit meinen Leuten zu teilen. Aber das ist halt auch immer nur meine persönliche Erfahrung. Von daher motiviere ich ja auch jeden und hoffentlich dich auch, die Sachen auch wieder selber auszuprobieren und zu gucken, ob es was für jemand ist. Ich meine, jeder muss jetzt nicht anfangen, barfuß rumzurennen oder nur noch kalt zu duschen oder so. Ich habe es ausprobiert, das ist die Hölle. Es ist Wahnsinn, ne? Ich muss mich auch jedes Mal überwinden. Ja. Und dann denke ich so, nee, das kannst du aber deinen Hörern jetzt auch nicht antun, weil du hast jetzt einmal gesagt, nie wie nur noch kalt duschen oder so. Und danach freue ich mich immer, wenn ich es dann doch durchgezogen habe. Ja, gruselig. Genau, aber du hast eben dadurch dir ja eine ziemlich starke Personal Brand aufgebaut. Also hoffe ich mal, ja. Genau. Was hättest du denn für Tipps für Leute, die das noch nicht haben? Wie fängt man denn an, sich sozusagen über seine Medien was aufzubauen? Also das ist immer schwer für mich überhaupt zu sagen. Wie bitte? Oder braucht man das überhaupt? Ich meine, als digitaler Nomade muss man von vielen Leuten gekannt sein oder zumindest von den richtigen Leuten bekannt sein, sonst kriegt man das nicht hin, im Ausland seine Jobs zu kriegen. Ich meine, gilt für jeden Freelancer, aber wenn du nicht mal vor Ort bist, ist es ja noch schwieriger. Ja, also du brauchst jetzt kein riesen Personal Branding Profil, wenn du Freelancer sein willst und auf Upwork, auf Freelancing-Plattformen deine Jobs suchst, da brauchst du eher einen guten Background, gutes Profil, gute Bewertungen, aber da ist denen, glaube ich, egal, ob du nebenbei noch einen Podcast machst oder nicht. Aber es ist halt immer, muss jeder für sich selbst wissen, so hat er genug zu sagen oder will er die Welt verändern oder will er vielleicht sein Wissen teilen mit anderen Leuten, hat er eine Vision, die ihn antreibt, hat er eine Meinung, die er vielleicht gerne vertritt. Und ich war schon immer einer, der ganz gern so seine Meinung gesagt hat, auch wenn es nicht immer so die Mehrheitsmeinung war. Das kommt mir, glaube ich, mittlerweile jetzt ganz, ganz zugute. Und das war aber nie bei mir so geplant. Es ist eher organisch gewachsen, dass ich selber dann auch zur Personal Brand wurde. Dadurch, glaube ich, dass wir so outstanding waren mit unserem Lebensstil, sind wir dann in die Medien gekommen und Interviews wurden mit uns geführt. Dann kannte man irgendwann unseren Namen, Markus Meurer, Feli Hagarten. Und dann kam irgendwie eins zum anderen, keine Ahnung. Ich habe dann auf Facebook auch immer mal wieder meine Meinung kundgetan und irgendwann lag so dieses Medium-Podcast vor mir und dachte, das kann es sein. Das würde mir, glaube ich, Spaß machen. Weil ich habe immer überlegt, Feli hatte den Reiseblog und wir hatten DNX so als gemeinsames Projekt. Blog natürlich ich auch, aber sie war halt mehr so das Face im Vordergrund und hat den Content geliefert. Und ich wollte auch immer noch so ein Passion-Projekt haben und dachte aber, was sind denn meine Dots, also mein Background, was kann ich connecten? Ich begeister mich für Sport, ich begeister mich für gesunde Ernährung, ich begeister mich für Hacks, für das ganze Lifehacking-Thema und dachte so, vielleicht nimmst du das mal auf den Podcast, weil es fällt dir wahrscheinlich gar nicht so schwer, darüber zu reden, weil du es eh den ganzen Tag machst und dich eh ständig hinterfragst und immer wieder neue Experimente machst. Und so kam das dann, dass ich den Podcast gestartet habe und der ist ja dann ganz gut durch die Decke gegangen. Okay, aber sozusagen Personal Brand braucht man eigentlich gar nicht, außer man hat Bock drauf. Kommt oder außer man hat was zu sagen. Wofür? Also ja. Was willst du? Möchtest du über dein Personal Brand dann irgendwelche Infoprodukte irgendwann verkaufen? Dann ist es vielleicht ganz hilfreich. Oder wenn du mal ein Buch veröffentlichen willst oder einen YouTube-Kanal oder einen Online-Kurs veröffentlichen willst. Aber möchtest du, keine Ahnung, als Freelancer arbeiten, als VA, musst du, glaube ich, nicht so das krasseste Personal Branding-Profil ever haben. Okay, aber das ist auch schon mal entspannt. Gut. Gut, ich bin jetzt schon fast durch, außer eine Frage. Du hast mich auf ein Projekt gebracht, und zwar mit einer deiner ersten Folgen, mit dem Sundesk. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja eigentlich total abgelegen, aber ich werde jetzt anfangen,
ich werde so ein Video-Weekend mal planen, sprich an einem Wochenende Businessmodell für einen YouTube-Kanal und bis zum Ende den Prototypen, die Pilotfolge drehen und cool. das mit ein paar Leuten. Und da habe ich mir jetzt mal den Sundesk, werde ich mir anschauen jetzt im Oktober, ob man das da durchziehen kann, weil meine, das was du sagst, also ich werde vielleicht nicht so hardcore machen, dem Winter entfliehen, aber ich will jetzt mindestens einmal im Jahr so ein Projekt machen, dass ich dem Winter entkommen kann. Nichtsdestotrotz, wie heißt das? Was wären denn noch andere tolle Location, die man da nutzen kann? Also ich schaue mir das mal an, guck mal, ob das geeignet ist. Ich habe die Befürchtung, dass viele Leute gar nicht so weit rausfahren wollen. Aber das muss ich erstmal selber ausprobieren, wie das ist, darüber zu fahren. Aber wo könnte ich das sonst noch machen? Ja, Zandest ist auf jeden Fall schon mal eine richtig geile Adresse. Die Magda haben wir lustigerweise auch erst letzte Woche hier in Berlin getroffen. Die ist gerade in Berlin, die Gründerin vom Zandest. Ansonsten habe ich schon viel Gutes vom Cowork-In auf Dahab gehört, wo wir demnächst ja auch ein DNX-Camp machen bei der Mira. Wo ist das? Dahab, sag mir. Dahab, Ägypten. Ägypten, okay. Das ist Süden von Ägypten. Noch was ich halt bei dem Sundesk so geil finde, ist, es ist günstiger, dahin zu fliegen und dort zu leben, als es in Berlin zu machen. Ja, krass, ne? Also das war so die Kalkulation, boah, krass, das geht ja eigentlich gar nicht, dass es so billig ist, aber Ryanair. Das ist ja auch die Idee vom Geo-Arbitrage, ne? Dass du unterwegs bist als Freelancer, dann Euros oder Dollars verdienst und dann vielleicht in einem Land lebst, wo du dann Thai Baht spendest. Und im Grunde, das haben viele am Anfang auch nicht verstanden, geben wir jetzt, wenn wir unterwegs sind, weniger Geld aus, als wenn wir in Berlin sind. Mhm. Das ist ja auch genau das, was du jetzt da gesehen hast. Ja, genau. Und das andere, Dahab? Cowork-In heißt das. Dahab. Ja. Das ist auch ein Coworking, Co-Living Space. Dann waren wir schon im Surf Office auf Gran Canaria und in Lissabon. Das ist auch ein Co-Living Projekt. Wo kann man da in Lissabon das machen? Das ist nämlich auch so ein Ryanair Spot. Surf Office heißt das. Surf aber ich Office, glaub, okay. Sind ein bisschen teurer als das Sundesk. Ja, aber wird nicht teurer sein als ein publikes Hotel in Frankfurt. Also, nee, auf keinen Fall. Und es ist eine geile Community. Und Peter Faber ist der Gründer, war einer der ersten, der auch dieses Co-Living-Konzept so in der ganzen Welt vorangetrieben hat. In Gran Canaria hat er sein erstes Surf-Office eröffnet und jetzt ist er mittlerweile in Lissabon mit dem zweiten Surf-Office. Ja, cool. Genau. Okay, dann habe ich schon mal, das hilft mir schon mal. Gibt es da irgendwo eine Übersicht, wo man solche Sachen finden könnte? Das haben, glaube ich, schon mal ein paar Leute gefragt. Ich weiß gar nicht, ob bei uns auf den Top 10 Hotspots für digitale Nomaden, ob das da irgendwie bei ist, aber es sind, glaube ich, eher Hotspots. Ansonsten gibt es immer wieder Projekte, die uns auch anschreiben, die sowas zusammenfassen wollen, aber mir fällt gerade nichts ein. Aber wenn ich was finde, dann schicke ich dir das. Alles klar, cool. Dann sind wir schon fast auf den beim Abschluss und da ist es wichtig, jetzt müssen wir gucken, wie lange wir gelabert haben, 45 Minuten. Ich will, dass die Zuhörer immer genau, also mindestens die Zeit wieder rausholen, die sie beim Hören investiert haben. Dass es sozusagen auf null rausgeht. Hast du irgendeinen Tipp, wie die 45 Minuten sozusagen wieder als Return rausholen können? Was ist denn das Ziel von deinen Hörern? Irgendwas Actionables. Irgendwas, was ihnen als Hebel hilft, sozusagen irgendwo 45 Minuten zu sparen. Mhm. Wenn es darum geht, freier und selbstbestimmter zu leben, gerade auch was deinen Job angeht, dann würde ich heute schon anfangen, die Domain zu registrieren, heute mir vielleicht schon einen Hoster zu suchen, um vielleicht so den ersten Platzhalter auf der Homepage zu platzieren, weil das zahlt später alles in dein Konto ein und je älter der Content ist, umso höher hast du auch den Trust bei Google und umso besser ist es für dich in der Zukunft, als wenn du jetzt noch ständig rumgrübelst und dann erst nächste Woche damit anfängst. Okay, also das ist sozusagen die SEO-Perspektive. Ja, ich komme aus dem SEO-Bereich, bin ein ganz alter Oldschool-SEO und da bin ich dann irgendwann immer breiter geworden, in den Online-Marketing-Bereich reingewachsen, aber SEO sind so mein Wurzeln. Und es macht immer noch so viel aus, so eine alte URL zu haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mittlerweile, ich kenne Leute wie Robert Gladitz, die haben noch nie eine Website gebaut und sind trotzdem mega erfolgreich, weil er alles auf Teachable oder auf YouTube oder auf anderen Plattformen macht, die so frei verfügbar sind oder Facebook, sein Personal Branding, Snapchat, Instagram. Mittlerweile brauchst du nicht mehr so die Skills, das Know-how zu wissen, wie man eine WordPress-Seite aufbaut. Aber ich denke halt immer noch so ein bisschen oldschool in dem Sinne und habe ja auch noch eine eigene Website zu meinem Podcast aufgesetzt,
Weil ich glaube schon, dass immer noch viele Leute über Google unterwegs sind, nach bestimmten Inhalten suchen. Und dann kann es nicht schaden, wenn du auffindbar bist. Und dann von da aus kannst du ja dann auch deine ganzen anderen Social-Media-Projekte verlinken. Okay, dann apropos Social-Media-Projekte und deine Webseite, wo findet man dich denn, wenn man mehr wissen will? Am besten googeln Markus Meurer. Ich glaube, da findet man Tonnen von Material von mir. Oder direkt auf die Webseite markusmeurer.de oder den x-berlin.de und von da findest du dann auf alle anderen Profile. Okay, dann. Snapchat kann man mich noch folgen unter Markus Meurer, alles klein. Meinst du, das überlebt? Snapchat auf jeden Fall, das ist nicht mehr aufzuhalten, also too big to fail. Nicht zuletzt jetzt durch den Proof of Concept, dass Instagram komplett diese Stories auch für sich übernommen hat, bleiben die Snapchatter doch auf Snapchat. Ich habe kurz, ich war gespannt so, was dann in den ersten paar Tagen passiert, so ob du die großen Snapchatter dann nur noch auf Instagram siehst oder gar nicht mehr auf Snapchat, aber alle haben sich das so ein bisschen angeguckt. Man hat auch gemerkt, es war weniger auf Snapchat los, aber jetzt so in den letzten Tagen ist eigentlich da wieder so viel los wie immer und ich liebe es einfach, weil es so ungefiltert und raw ist und nur 24 Stunden verfügbar und du kannst dich da irgendwie null verstellen. Das ist wirklich so das echte, wahre Leben ohne Filter, ohne Facebook, ohne Instagram und irgendwie alles so Social Media Artificial. Alles klar. Okay, dann dir vielen Dank für das Interview. Gerne. Yeah, yes, yo. Thanks für deinen Support. Und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann. Zweitens, triff dich mit mir auf dem geilsten Event ever, der DNX Digitale Nomadenkonferenz im Mai in Berlin. Gehe dafür jetzt auf www.dnx-berlin.de und mit dem Code PODCAST schenke ich dir 20 Euro auf jedes Ticket. Drittens, folge mir um die Welt und trag dich auf www.dnx-berlin.de/News in den kostenlosen Newsletter ein. Viertens, folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter unter Markus Meurer. Fünftens, gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und werde Lifehacks-Supporter ab 3 Dollar. Sechstens, gehe auf www.podcastbewertung.de und hinterlasse mir eine kurze Bewertung. Am iPhone unten rechts auf die Lupe tippen, nach Markus Meurer suchen, Podcast antippen und auf Bewertung schreiben gehen. Yo, that's it. Peace and out.